Hahn. Namen zusammen. Kölle. Ja, das war die richtige Eingangsmelodie. What a wonderful world. Ich habe die erste Büttenrede vor 450 Germany's Next Topmodels. Ausgewählt aus 100.000 Bewerbungen seid ihr gecastet worden. Und es hat euch kalt erwischt heute Abend, oder? Und man sieht, es heißt ZDF, zu viele dolle Frauen. Wunderschön heute Abend. Herzlich willkommen. Was ist da denn Fortschritt gegenüber vor im Jahr im Satori? Pappkameraden, Lacher vom Band. Das Einzige, was sich gehalten hat, der Tusch und Markus Quot, der James Bond, dem deutschen Musikszenen. Und dazu die geilste Boygroup Deutschlands. Quote in the Egg. Einer lacht, ne? Das ist der Unterschied, man kann mit dem Publikum spielen, ne? Mit ihrem Trailer spiel mir das Lied vom Quote. Ja, und wir haben es eben gehört, die Agnes Kasulke hat die andere Seite dargestellt. Ich habe wirklich den Eindruck, wir Männer sterben langsam aus. Wir sind ein Auslaufmodell. Das bezieht sich nicht nur auf die Prostata. Sondern ein anderer Männertyp ist gefragt, Robert Habeck. Statt Sturm der Liebe, Erotik der Windkraft. Und dazu Annalena Baerbock. Ich finde die Frau toll. Endlich mal ein anderer Eindruck, wenn die Außenministerin aus dem Flugzeug steigt, bunte Kleider, hohe Stiefel. Wenn Angela Merkel zu Besuch war, hatte sie immer den Eindruck, jetzt steigt die Schulrätin aus. Bei Annalena Baerbock wird es am liebsten spielen, Otto Versand, Hamburg. Und dazu muss man sagen, das hat sich alles verändert. Das sieht man ja hier bei euch. Das ist der Unterschied zwischen einer Mädels- und einer Herrensitzung. Die tollsten Kostüme, die es überhaupt gibt. Heute Abend auch. Herzlichen Glückwunsch. Mann, lange nicht gesehen. Das ist der Unterschied zur Herrensitzung. Ihr Mädels braucht länger zum Kostümieren und zum Schminken, als wir Männer auf einer Herrensitzung nüchtern sind. Und wir haben immer dieselben Kostüme. Besoffene Fußballfans, besoffene Disney-Figuren. Tut richtig gut, wenn man mal lacht, ne? Ich meine, du hast das jetzt bei Corona gemerkt, wenn die Leute Maske ablassen, manche sehen mit Maske besser aus, oder? Und das ist bei euch so, ihr gebt euch so viel Mühe und da sieht man so die klassischen Kostüme, zum Beispiel die Maus, die Sendung mit der Maus, kennt ihr doch alle. Heute Abend mit 450 supergeilen Mädels, ein supergeile Zick, eine supergeile Präsidentin und einem supergeilen Programm. Das ist Kölsch. Und ein anderes klassisches Kostüm, Biene Maya. Ich meine, da muss man sagen, das ist immer vom Typ abhängig. Je nachdem, wer das trägt, schwankt dazu zwischen Eintagsfliehe und Hornisse. Und ihr kennt ja alle das Lied, das hat ja früher Karel Gott gesungen, von der Biene Maya. In einem unbekannten Land.
vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, fleckige, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt, zeigt uns das, was ihr gefällt. Und dabei war immer der Willi, ne? Dankeschön. Hier, doch, hier sind wir im Zwischentusch. Dankeschön. Und dabei war immer der Willi. Kennt ihr den noch? Maya, fliegt nicht so schnell. Und nach Karel Gott hat das Lied gesungen, wer sonst? Helene Fischer, die kriegt alles. Ich sehe schon, das wird der erste weibliche Kapitänin auf dem Traumschiff. Die Nachfolgerin von ihrem Ex Florian Silbereisen, der trauert ihr immer noch nach. Und sie hat ja jetzt ein Baby bekommen, Nala. Benannt nach einer Disney-Figur aus König der Löwen. Glück, dass er dem Mädchen geworden ist. Sonst stellt euch mal vor, King Louis in der Kita. Und das Kind ist von ihrem Lebensgefährten von Thomas, der ist Luftakrobat. Da kriegt das Wort Eisprung eine ganz andere Bedeutung. Und die hat zu ihrem Florian gesagt, ja, der kam zu spät mit seinem Silbereisen. Es wird immer lustiger, ne, siehst du? Man braucht nur Zeit zum Nachdenken, aber es wird immer lustiger. Dann die hat gesagt, Florian, du spielst schön Akkordeon, aber davon ist noch keiner schwanger geworden. Und... Waren das jetzt Blähungen oder Traumschiff? Und Florian Silbereisen tröstet sich mit Beatrice Ekli. Ekli, das ist, wenn du beim Scrabble Eagle verkehrte Reihenfolge legst. So bastelt man in der Schweiz Nachnamen. Und es ändert sich dieses Jahr sowieso viel, gerade auch für Ehepaare, die verschiedene Nachnamen haben. Angela Merkel und Joachim Sauer. Für diese schlimm, für ihn vor allen Dingen, nach 16 Jahren ist sie immer zu Hause. Mutti Ante Portas. Stell dir das mal vor, du wirst morgens wach und neben dir liegt die Bundeskanzlerin im Bett. Da sagst du, scheißer Digger, wen hab ich denn da abgeschleppt? Ich trinke nie mehr was. Das müsst ihr euch vorstellen, ihr werdet morgens wach und neben euch liegt Olaf Scholz. Nach der Mädelssitzung, da sagt er, das war ein kleiner Feischling zu viel. Das ist schon so schwer. Nein, das ist natürlich, man muss sich irgendwie verständigen und das ist ja so der Unterschied, gerade jetzt bei Corona, 2G+, 3G+, ich glaube, demnächst musst du noch zum Personalausweis die Geburtsurkunde vorzeigen. Das ist so ähnlich, als wenn du vor jeder Autofahrt einen Führerschein zeigen müsstest. Wobei, ich hatte Probleme mit dem Führerschein. Ich war so nervös vor der ersten Fahrstunde. Ich habe gesagt, soll ich kuppeln? Soll ich schon mal einen Gang einlegen? Soll ich Gas geben? Hat der Fahrlehrer gesagt, setzen Sie sich bitte erst mal nach vorne. Wobei, früher gab es noch die Sendung Der siebte Sinn, werden sich einige noch daran erinnern können. Ne? Da war aber Frau am Steuer, das ist, muss ich sagen, das stimmt nicht. Meine Frau fährt wesentlich besser als ich. Also ich fahre schon rückwärts in die Parklücke rein, um dann vorwärts schneller raus zu sein. Aber die fährt morgens rückwärts zur Arbeit, um nachmittags schneller zu Hause zu sein. Und du merkst beim siebten Sinn, ich bin jetzt erwischt worden, ich hatte zu viel getrunken am Steuer. Das war nicht mehr Promille, das war schon Prozent. Ich habe jetzt einmal am Rhein. Da sagt der Polizist, haben Sie was getrunken? Ja, sag ich, meinst du, ich bin immer so drauf?
Ich sag, ich hab auf der Fete einen Kollegen von dir getroffen, Red Bull. Ich sag, ich hab aber nur 5 Wachtmeister, Herr Jägermeister. Ich sag, ich muss ja mal eine Geschichte erzählen. Ich war gestern mit meinem Auto in der Waschanlage, also ich musste putzen lassen. Da sagt der Spritzpistolenkoordinator zu mir, möchten Sie auch Unterbodenwäsche? Ich sag, bist du bekloppt? Meinst du, ich drehe für dich das Auto rum? Und der größte Unterschied zwischen Mann und Frau, zwischen euch und uns, ist nicht beim Autofahren, sondern beim Telefonieren. Wenn meine Frau telefoniert, dann, ja, alles klar, ja, okay, alles gut, nein, wir können das so machen. Du kannst ja eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde später, ja, dann treffen wir uns woanders, ist ja kein Problem. Nein, alles gut, ja, mega, machen wir, okay, ja. Ich sage, was habt ihr denn jetzt ausgemacht? Sagt sie, war nicht dran, ich habe ja auf der Mailbox gesprochen. Bei uns Männern ist das genau umgekehrt. Wenn wir Männer dann telefonieren, wo? Klar. Wann? Okay. Bier? Geil. Boah, hey, mit dröhnenden Ohren. Wir haben die ganze Woche die Mannschaftstour geplant. Ein Schluck und der Apfelkorn ist weg. Das war die geilste Session, ne, wo Apfelkorn innen war. Da konntest du ja nicht nach Hause hin. Du klebtest an der Theke fest, ne? Was haben wir früher eine Scheiße gesoffen? Ehrlich gesagt. Persico, ne? Ja, genau. Ich kenne eine Bekannte, die hat das am Abend vor Heiligabend getrunken. Die haben erst am 27. die Bescherung gemacht. Und darum ist das auch so schlimm, das haben wir ja eben gehört, heute jemanden kennenzulernen. Ne? Tinder, das hieß früher, sie liebt mich nicht. Oder einige werden das noch kennen, so Zettelchen unter der Bank. Kennt ihr das auch noch? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, genau. Ich habe immer alles angekreuzt. Und bei den Datingforen, da kommst du dir vor, als wenn du im Reifencenter wärst. Du musst erst dein Profil angeben und nach dem 10. Treffen ist die Luft raus. Denn du hast dann auch welche, die schreiben, ich möchte mit dir durch dick und dünn gehen. Ich sag, das ist ein Partnerforum, wir sind nicht bei den Weight Watchers. Und viele schaffen sich auch gerade jetzt in der Corona-Zeit Hunde an, um nur mal rauszukommen. Und du siehst dann, wenn die miteinander sprechen, die armen Hunde sitzen daneben und denken, wäre ich alleine pinkeln gegangen, dann wäre ich schon längst wieder zurück. Und die Hundebesitzer, die siehst du auch in den Partnerforen, ich hätte gerne einen Partner, der zu meinem Hund passt. Was denn, Pudel nackt oder Mops fidel? Und du hörst dann, wie die Hundebesitzer sich unterhalten. Ja, das ist furchtbar zu Hause. Mein Mann ist ja jetzt immer zu Hause. Er hat total nachgelassen. Aber am meisten nachgelassen hat der Hund. Der kann nur noch zum Pinkeln das Bein heben und mit dem Schwänzchen wedeln. Und da beklagen sie sich, wenn mein Mann das könnte, ging ich zu Fuß in Jakobsweg. Was haben Sie? Ist Ihr Hund krank? Nee, der ist nicht krank. Mein Mann hatte gestern einen Hund auf dem Schoß, da hat er mit dem Schwanz eine Limo umgestoßen. Ja, so einen Mann hätte ich auch mal gerne. Und da... Ist das Neid? Nein. Und da bleibt dir nichts anderes übrig, gerade jetzt in Corona-Zeiten, du musst zu Hause bleiben und dann alles online oder home, nicht nur Homeoffice oder Homeschooling. Wir haben online eine Weinprobe gemacht. Habt ihr das schon mal gesehen? Du kriegst den Wein zugeschickt und meine Frau und ich haben dann vorgeglüht, wir haben so kleine Eimer Aperol Spritz getrunken. Und als sich dann der Weinkoordinator online zugeschaltet hat, da war der überrascht, dass wir ihn schon mit Vicky Leandros begrüßt haben.
Glaub mir, ich liebe das Leben. Und dann haben wir noch Federweiß und Zwiebelkuchen dazu gegessen. Das war ein Fehler. Das war der Anfang vom Ende. Wir sind dann noch übergegangen zu Howard Carpendale. Du fängst den Wind niemals ein. Und dann hat er uns beleidigt. Wir haben ihn gefragt, haben Sie keinen Wein, der zu unserem Typ passt? Hat er gesagt, nein, Krüfer, Nacktarsch haben wir nicht. Und da haben wir uns offline geschaltet und haben Home Polonaising gemacht. Ich bin mit meiner Frau alleine 30 Mal durch das Wohnzimmer gezogen. Doch ob Weinprobe, Cooking oder Schooling oder School, immer nur Home ist niemals cool. Faste lovend, hetzing zick, Home faste loving, das führt zu Wick. Ihr zeigt es dem Rest der Republik, so, het faste lovend, zing zick, das ist der geilste Narrentreff, die Mädchensitzung im ZDF. Ich durfte als Hausmann dabei sein, ganz brav. Ihr seid ganz fantastisch, obwohl es kalt ist, so heiß drauf. Kölle Alaf, Dankeschön. Herrlich, ich würde sagen, jetzt sind wir quitt. Orden darf ich leider nicht geben, das machen wir hinten. Aber wir bedanken uns natürlich beim Hausmann Jürgen Beckers mit einem donnernden Kölle. ZDF-Mädchensitzung. Und der Hausmann. Danke schön.